pronto. Ciao, Susi. Wo bist denn du gerade? Das kann ich dir nicht sagen, das muss ich dir zeigen. Das musst du sehen. Warte, ich schicke dir ein Foto. Piazza del Popolo. Beste Uhrzeit, später Nachmittag. Bestes Foto von der Aussichtsterrasse Pincho. In unserem neuen Video möchten wir euch die besten Foto-Hotspots Roms zeigen. Zum berühmtesten Brunnen der Welt, dem Trevi-Brunnen, geht ihr am besten vor 8 Uhr morgens. Trevi-Brunnen am Morgen. Beste Uhrzeit vor 8 Uhr. Bestes Foto direkt vorm Brunnen. Oder abends. Das ist mit Abstand der beste Blick auf den Trevi-Brunnen. Trevi-Brunnen am Abend. Beste Uhrzeit ab 18.30 Uhr. Bestes Foto von der Terrasse des Hotels Fontana. Das gigantische Pantheon auf ein Bild zu kommen, musst du nicht direkt davor stehen, sondern in der Via del Pantheon. Pantheon. Beste Uhrzeit morgens vor 9.30 Uhr. Bestes Foto von der Via del Pantheon. Und ein besonderes Bild von der Kuppel des Pantheons bekommt ihr von der Dachterrasse dieses Hotels. Ich gehe da mal hoch. Dieser Blick überzeugt doch, oder? Pantheon von oben. Beste Uhrzeit ab 9.30 Uhr bzw. 17.30 Uhr. Zugang über die Terrasse des Grand Hotel Minerva. Mein Lieblingsblick ist definitiv das Schlüsselloch auf dem Aventin-Hügel. Allerdings solltet ihr euch hier das Foto sparen und einfach nur den Blick genießen. Fantastico! Wenn ihr aber jetzt ein richtig cooles Bild wollt, dann sollten wir jetzt in diese Richtung gehen, nämlich zum Orangengarten und dort die Aussicht genießen. Andiamo! Und hier macht ihr ein super Bild von der Kuppel von ganz Rom. Der Orangengarten am Aventinhügel punktet einfach mit seiner wunderbaren Aussicht. Orangengarten beim Aventinhügel. Beste Uhrzeit, Nachmittag ab 16 Uhr. Bestes Foto direkt von der Terrasse. Ein richtig schönes Bild vom Kolosseum bekommt ihr von der Brücke vom Oppio-Hügel. Kolosseum. Beste Uhrzeit vor 9.30 Uhr. Bestes Foto von der Brücke Anibaldi. Jetzt nehme ich euch mit zu meinem Lieblingsfoto-Hotspot. Das Bild vom Kolosseum von der Brücke ist schön, aber das Postkartenmotiv, das habt ihr vom Forum Romano. Kolosseum. Beste Uhrzeit nachmittags ab 15 Uhr. Bestes Foto vom Forum Romanum. Kleiner Tipp, wo sich diese Terrasse befindet, zeigen wir euch auf unserer Kolosseum-Tour. Und das beste Sonnenuntergangsbild machen wir von der Terrasse der Engelsburg. Petersdom. Beste Uhrzeit bei Sonnenuntergang. Bestes Foto von der Terrasse der Engelsburg. Wenn euch unsere Foto-Hotspots gefallen haben, dann Video liken und Deutsche Römerin abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschim, tschim. Geht nur noch an der Eckbett, die gerade drin war, weißt du? Schön. Das Postkartenmotiv. Hätte ich. Buono, grazie, basta.